In Atlanta im US-Bundesstaat Georgia hat ein Gasleck ein Feuer unter und über der Straße ausgelöst. Dabei wurden Fahrzeuge in Brand gesetzt und es gibt Berichte, dass die Feuerwehr dabei auch die Aufgabe hatte, ein unterirdisches Feuer zu löschen, das von einer gebrochenen Gasleitung ausging. Der Gasversorger der Stadt teilte mit, dass das Feuer durch Bauarbeiten ausgelöst worden sei. Der Brand ist inzwischen nun gelöscht.